Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Reihe, wie wir unser Flugzeugmodell für unseren Flugsimulator bauen. Wir haben im ersten Teil ein Blender-Model erstellt. Im zweiten Teil haben wir ein UV-Mapping gemacht. Das heißt, wir haben das 3D-Model auf zweidimensionale Flächen abgewickelt. Und jetzt im dritten und letzten Teil wollen wir schauen, wie wir dem Ding Farbe geben. Und dazu müssen wir dieses PNG-File, was wir im zweiten Video erzeugt haben, in GIMP öffnen. Das habe ich hier gemacht. Und ja, jetzt versuchen wir das Ganze mal irgendwie sauber hinzukriegen. GIMP dürften eigentlich die meisten kennen. Was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt einfach mal eine neue Ebene anlegen. Und diese Ebene, machen wir hier mal eine neue. Machen wir mal Hintergrundfarbe weiß. Und gehen jetzt nochmal auf diese Ebene und markieren mal entsprechend alles, was sozusagen unsere Flächen umschließt. Dann gehen wir auf diese Ebene und drücken auf Entfernen. Und jetzt haben wir eine schöne Ebene, wo wir die Bearbeitung machen können. Farbgebung kann jetzt jeder für sich selber überlegen. Schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Machen wir mal, wo haben wir denn da was? Mal das Höhenruder, die Tragfläche und den Rumpf identisch. Suchen Sie mal eine nette Farbe aus. Damit habe ich mal gearbeitet. So. Dann hinten wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn das die gleiche Farbe hätte. So, da la. Dann nehmen wir mal ein schönes Blau für das Cockpit und füllen das auf. Dann vorne, jetzt machen wir mal Folgendes. Vorne machen wir das Ding grau. So, grau. Grau, so. Dann machen wir einen kleinen Rand. Da zoome ich jetzt mal kurz ein bisschen ran. So. Und markiere mal, ja, so, das sieht ganz gut aus. Und machen das hier auch mal grau. Und dann machen wir noch Folgendes, da wir noch ein paar Farbkleckse hinkriegen, machen wir mal das Seitenruder in Rot. Und versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. So einen kleinen roten Streifen hier. So, das dürfte vielleicht ganz witzig aussehen. Was machen wir noch? Seiten der Flügel können wir jetzt noch ein bisschen rot anfärben. So genau nehmen wir es nicht. Ja, ungefähr so. Dann malen wir das auch rot aus. Das machen wir natürlich drüben auch. So, ungefähr so. Sieht's gleichmäßig aus. Ja, einigermaßen. Machen wir das hinten auch. Ja, können wir hinten auch machen. Das hier ein bisschen schmaler. So, kriegt auch eine rote Farbe. Jetzt sehen wir auch, dass es sinnvoll war, dass wir unsere Elemente einigermaßen gerade ausgerichtet haben. Wenn wir die kreuz und quer im Raum stehen hätten, dann würde das jetzt ein bisschen schwieriger sein. So, dann, das war es einigermaßen. Dann machen wir es hier auch noch rot. Ah, das geht jetzt nicht mehr so einfach. Das ist jetzt ein bisschen schief. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. So.
Rot und Rot. So, das soll jetzt der Flieger sein. Wir speichern das Ganze mal als XCF-File, dass wir später damit noch sauber arbeiten können und exportieren das Ganze jetzt und überschreiben jetzt dieses PNG, dieses Unwrap-PNG. Dadurch haben wir zwar das Original nicht mehr, aber das haben wir hier bei Blender noch als Ebene. Und jetzt müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir die Außenfläche dieses Flugzeugs mit diesem PNG entsprechend ja, abdecken. Und dafür gehen wir jetzt hier, wir sind in dem Object Mode, markieren das Flugzeug und das mache ich jetzt ein bisschen größer. So, und gehen jetzt hier auf Material und geben ein neues Material an. Das taufen wir jetzt Plane 1, wie auch immer. So. Das wäre jetzt erstmal das Wesentliche. Dann gehen wir auf. Mal schauen. Da müsste eigentlich alles passen. Ja, das müsste eigentlich hinhauen. So, jetzt gehen wir auf Texturen und legen uns eine neue Textur an. Die nennen wir auch Plane 1. Die kann jetzt heißen, wie sie mag. Und wir wählen hier Image or Movie aus. So. Das gehe ich jetzt ein bisschen höher hier. Und sagen jetzt, ich öffne ein Bild. Und das war dieses Bild. Das ist das, was wir vorhin mit GIMP erzeugt haben. So, jetzt gehen wir noch. Schauen wir nochmal. Das Mapping geht auf UV. Mapping und das müsste es auch schon sein. Wir gucken uns das mal an. Wir rendern den ganzen Kram jetzt mal und da ist es auch schon. Das heißt, das ist jetzt unser Flieger, der mit genau den Farben erzeugt wurde, wie wir das Ganze haben wollten. Und jetzt können wir sagen, na gut, das gefällt mir noch nicht so gut. Ich möchte noch ein bisschen mehr machen. Können wir beispielsweise hier ein nettes Logo drauflegen. Nehmen wir mal das von meiner Berufsschule. Ich kopiere das mal und füge es ein als neue Ebene. Hoppla. Steuerung A, Steuerung C. Einfügen als neue Ebene. Da ist es. Und jetzt schieben wir das mal hier so runter, skalieren das mal. So. Steuerung A, skalieren. Jetzt ein bisschen kleiner. Hoppla, zurücksetzen. Wir wollen die Größenverhältnisse nicht ändern. Skalieren. So. Datei exportieren. Und jetzt gehen wir hier auf unsere Textur. Wo ist es, das Bild? Halt. Na, wo war er denn? Image, da ist es. So. Image und machen einen Reload. Jetzt sehen wir, hier ist plötzlich dieses Logo entstanden. Und jetzt gehen wir auf Escape, damit wir auf die Originalsicht wieder gehen und dann nochmal auf Render Image. Und jetzt sehen wir hier, dass dieses BS7-Logo drauf ist. Wenn wir das ein bisschen besser sehen wollen, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich zeige jetzt mal die Lampe mit an. Das ist die Kamera. Und die schiebe ich jetzt mal rüber. Ich markiere sie, gehe auf Grab und auf X-Richtung und schieb sie hier rüber. So. Und jetzt gehe ich auf Rotate in Z-Richtung und gehe rüber. So. Passt es. Bisschen nach unten drehen noch, also nochmal Rotate.
Rotate um die X-Achse drehen. So. Und das Licht Grab gehe ich auch mein X-Richtung ein bisschen rüber und schaue mir jetzt das Render Result an. Ja, ein bisschen verzogen ist es. Aber für unsere Zwecke soll das jetzt erstmal reichen. Das liegt daran, dass ich hier so eine Ecke habe. Ich könnte, wenn ich mehr von solchen Effekten haben möchte, ich gehe nochmal auf Escape, gehen wir nochmal hier auf Edit Mode. Ich könnte hier noch eine Kante einfügen, also von da nach da. Dann hätte ich hier eine sauberere Zuordnung zwischen dem Mapping und dem PNG. Aber das soll für uns jetzt mal ausreichend sein. Hoppla. Gehen wir nochmal auf GIMP. Ein bisschen ausrichten müssen wir es noch. Schieben wir es noch ein bisschen hoch. So, ein bisschen mehr in die Mitte. Datei. Exportieren. Dann gehen wir nochmal hier rein. Machen den Reload. Und rendern den Kram nochmal. Naja, ein bisschen schief. Aber wir können versuchen, das ein bisschen kleiner zu machen. Probieren wir es nochmal. So, noch ein bisschen kleiner, skalieren und exportieren. Und Escape, Apply Escape, Render. Naja, besser wird's nicht. So, das Ganze machen wir jetzt auf der drüberen Seite auch. Das heißt, wir duplizieren die Ebene, nehmen uns das Ding und gehen mal rüber. Passt ungefähr. Schauen wir mal von der Höhe. Ja. So. Datei speichern. Exportieren und dann können wir hier wieder den Reload machen und Render. Gut, jetzt sehen wir das hier. Da drüben ist jetzt das andere Bild. Gut. Eine Sache noch, was ich noch kurz erklären will. Wir wollen ja hin und wieder auch eigene Bilder machen. Das will ich jetzt auch noch mal ganz kurz Schritt für Schritt durchgehen. Und zwar, ich habe jetzt hier mal von OpenOffice das Draw-Programm genommen. Das ist ein Open-Source-Malprogramm, also im Prinzip für alle zugänglich, kostenlos. Links werde ich auch noch hinpacken, aber ich glaube, das kennen alle, die sich für 3D-Programmierung interessieren. Das gehört ja zum Grundwissen. So, jetzt schauen wir mal, Seite einrichten, machen wir mal ganz kurz ein Farbe, keine Ahnung, blau, ist egal. So, und jetzt malen wir mal was. Schauen wir mal. Linie wollen wir keine haben. Farbe machen wir mal weiß. Dann wird das Ganze nochmal ein bisschen kopiert. Und den ein bisschen größer. So, richten wir es noch aus. Ausrichtung zentriert. So. Dann machen wir das Ganze noch in Schwarz. Bisschen kleiner. So. Drehen den Kollegen noch. Und Anordnung, nee, spiegeln. Bisschen größer muss er doch sein. So, ne? Ich markiere nochmal beide Ausrichtungen. Mittig zentriert. So, was wollen wir noch? Augen haben wir. Dann drehen wir den nochmal. Machen ihn sehr viel kleiner.
Spiegel noch mal ausrichten. So, was brauchen wir noch? Passt es? Ja. So, dann was machen wir hier? Hier machen wir jetzt eine Umwandlung in eine Kurve. Punkte bearbeiten. Langt uns das? Nee. Umwandlung in Polygon, das ist besser. Jetzt kriegt der Kollege noch Zähne. Hoppla, Steuerung Z. So. Ah, das soll jetzt nur beispielhaft sein, damit man mal sieht, wie man mit relativ einfachen Mitteln sich auch ein paar Grafiken zusammenstellen kann, ohne gleich im Internet ständig klauen zu müssen. Das Ganze geht mit jeder vektororientierten Grafikverarbeitung. Wer hat, kann auch PowerPoint dafür verwenden. So, passt es. Jo. Sieht ein bisschen aus wie ein Bart, aber egal. So. Jetzt haben wir den. Was brauchen wir noch? Noch sowas. Keine Linie. Farbe weiß. Und dann kriegt er noch hier so einen kleinen Knochen dazu. Keine Linie. Farbe. Weiß. So, dann wird das Ganze gruppiert. Gruppieren. Gedreht. Nochmal kopiert und dann gespiegelt. So, jetzt markieren wir alles, kopieren das in die Zwischenablage, gehen in GIMP und sagen bearbeiten, einfügen als neues Bild. Da ist es. Und jetzt höhlen wir noch die Augen und die Nasenlöcher aus. So, jetzt nochmal Steuerung A, Steuerung C, damit wir das Ganze kopieren können. Und jetzt bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Die skalieren wir jetzt auch ein bisschen runter. So, skalieren. Und dann schieben wir uns die hinten aufs Leitwerk. Seitenruder, ein bisschen zu groß geworden, das müssen wir kleiner machen. So. Dann schieben wir das ein bisschen runter. So. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal kurz an. Exportieren, gehen wieder hoppla in Blender, machen einen Reload des Images, positionieren unsere Kamera jetzt mal ein bisschen anders, damit wir uns das Leitwerk anschauen können. Jetzt weiß ich noch nicht, welche Richtung das ist. Na? Oh, ich bin in Edit Mode, sorry. Object Mode auswählen. Dann Grab in X-Richtung, gehen wir mal hier rüber und rotieren das Ganze um die Z-Richtung. So, schauen wir mal. Render Image, kein Licht, gut. Grab in X-Richtung und Grab in Y-Richtung. Gucken wir uns das nochmal an. Oh Mann, ich habe es vermutet. Also nochmal Rotate in X-Richtung, nee,
Y-Richtung. Falsche Seite. Na gut. Wir sind ja flexibel, das heißt, wir grabben das Ding jetzt nochmal in X-Richtung, gehen wir rüber. Grab X-Richtung und rotate in Z-Richtung. Noch ein bisschen runter wahrscheinlich. Rotate Y. Okay, Richtung passt einigermaßen. Holen wir noch das Licht rüber. Okay. Rotate um die Z-Achse ein bisschen rüber. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Vielleicht noch ein bisschen rüberschieben. Schieben wir es noch ein bisschen rüber. So. Jetzt, das war der, das duplizieren wir nochmal die Ebene und gehen dann hier rüber, drehen den Kollegen ein bisschen, rotieren. So, Datei speichern, dass wir das GIMP-Projekt haben. Exportieren. Dann gehen wir nochmal auf den Object Mode, Flieger, ein Reload und wir speichern das Ding jetzt ab. So, jetzt haben wir unseren Flieger gebaut und jetzt gehen wir in die JMonkey Engine. Wir machen mal ein neues Projekt. JME Game, ja, machen wir ein einfaches Game. Das nennen wir jetzt mal, wenn der Test Finish. Da ist es. Project Assets Models gehen wir jetzt auf den, auf das Import Model, wählen das Projekt aus und jetzt suchen wir mal unser Model. So, Projekte. Dann haben wir hier die Digital Aviation School Tutorials Blender. Und hier ist jetzt unser Unwrap-Projekt. So, auf Next. Und da sehen wir unseren Flieger. Ja, wunderbar. So haben wir uns das vorgestellt. Dann, vielleicht ist das Cockpit ein bisschen blau, da kann man aber in GIMP dann noch ein bisschen nacharbeiten. Und das war's dann auch schon. Jetzt gehen wir mal auf My Game und versuchen mal unser Projekt hier reinzuhängen. Was der standardmäßig macht, er hängt mir hier so eine Box rein. Das schmeißen wir jetzt mal raus. Wir wollen ja unseren Flieger reinbauen. Das heißt, wir brauchen jetzt Public My Plane. Halt, das ist ein so. Spatial. Spatial My Plane. So. Und jetzt sagen wir, My Plane ist gleich Asset Manager Load Model. Und den String müssen wir uns jetzt hier holen. Das weiß ich nicht auswendig. Das Ding haben wir jetzt genannt. Models Tutorial Plane 1 an Wrap. Naja, vielleicht nicht der beste Name, aber egal. So. Punkt J3O. So, damit wird das Ding geladen.
Recht viel mehr müssen wir jetzt nicht machen. Wir müssen es noch platzieren. MyPlane.setLocal sorry. SetLocal Translation. New Vector 3F. Und wir setzen es jetzt mal auf. Was machen wir denn? 2 2 0. So, damit ist dieses Ding drin. Jetzt hängen wir das noch an die Root Node. Wer mit diesen ganzen Vokabeln nichts anfangen kann, bitte unter JMonkey die Tutorials nochmal anschauen. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Licht. Directional Light Sun ist gleich New Light. Also wir hängen uns eine Sonne rein. Das Ganze müssen wir jetzt auch noch importieren. Set Direction New 3F 0,5F. Hängen wir es mal so rein, minus 0,5F, minus 0,5F. So, das heißt, wir haben sie ausgerichtet. Dann müssen wir das Ganze noch ach, den müssen wir auch noch. So. Set Direction und diesen Vektor müssen wir noch normalisieren. So. Normalisieren heißt ihn auf die Länge 1 reduzieren, damit die Engine eben nicht von zu langen Vektoren ausgeht. Das nehmen wir der Engine sozusagen ab. Dann Set Color machen wir weiß und dann Root Node Add Light und dann nehmen wir die Sonne, speichern den ganzen Kram ab und jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze auch dann tatsächlich sehen. So, und da ist er. Gehen wir ein bisschen vor. Naja. So, jetzt habe ich gesehen, dass wir hier, ach, bei 0f machen wir das Ganze mal auf minus 2. XYZ. Minus 2. Na? So, das sieht doch besser aus. So, das heißt, hier können wir jetzt auch ein bisschen hin und her fahren. So. Das mache ich jetzt mit den ASDW-Tasten und den Pfeiltasten können wir uns jetzt hier so ein bisschen bewegen. Ja, und jetzt haben wir unseren Flieger hier in unserer Software drin. Das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so verkehrt aus für so eine Stunde Arbeit sowas. Und auf der Basis werden wir jetzt weitermachen. Und das Ganze auch wieder in Videos dann bereitstellen. Die nächsten Schritte, die ich jetzt machen werde, ist auf Basis dieses einfachen Modells jetzt erste Steuerideen umzusetzen. Das heißt, ab jetzt werden wir jetzt nicht mehr mit Blender arbeiten, sondern hauptsächlich eben mit der JMonkey Engine Software. Und ja, wer Fragen und Anregungen hat, bitte seid so frei und kontaktiert mich. So viel dazu und wie immer viel Spaß beim Nachbauen.